Wir haben Samstag, 19.30 Uhr. Ruffolé, das habe ich für meinen Surfschein gelernt. Da werden die Vorfahrtsregeln gleich neu geklärt. Asunción Kneipen-Update 2023. Dieses Video ist eine Ergänzung zu meiner YouTube-Folge Ausgehtipps in Asunción Stand 2021. Wir sehen, einige Läden sind immer noch offen und hier blüht die Party. Andere sind mittlerweile zu. Fangen wir gleich hier an. Ich befinde mich in der Straße Carmelitas in Villa Mora und ich erkenne sie nicht wieder. Wir haben Samstag, 19.30 Uhr. Hier sind früher die Mercedes und Ferraris lang gefahren und die Jugend von den reichen Eliten hat hier die Mädels beeindruckt. Mittlerweile leer, geschlossen, geschlossen, leer. Das sah damals anders aus. Also Carmelitas, muss ich sagen, hat nachgelassen, aber in meiner Tapgarage schmeckt das Kraftbier immer noch großartig. Luffolé, das habe ich für meinen Surfschein gelernt. Da werden die Vorfahrtsregeln gleich neu geklärt. Stromabwärts hat man Vorfahrt. Buenos dias, Excelsior. Ich darf feststellen, dass Sie das Frühstück überarbeitet haben. Es ist besser als im letzten Jahr. Mehr Auswahl, was auch gut ist, weil das war echt eine sehr schmale Auswahl gewesen. Jetzt ist auch mein Rührei fertig, gefällt mir. Hier kommt nachher so eine Currywurstsuppe hin, die hatte ich schon gesehen. Tabu, hab ja Diät. Ketchup, nee, mit Tomatensauce sein oder Marmelade. Und Kaffee. Und das Ganze natürlich mit schönem Poolblick. Jawohl, ja. Ja, das Brauhaus in Asunción. Mit deutscher Musik. Endgeiler Laden hier, das Brauhaus in Asunción. Aber das Allergeilste ist, du kannst dir einen Kotritzer holen. Ich weiß jetzt nicht, was ein Kotritzer ist, ne? Aber der ist heute im Sonderangebot. Zwei zum Preis von einem. Würde ich zuschlagen, ne? Sorry. Einmal eisgekühltes Bier, also eisgefrorenes Bier, mit einem damengerechten Mädchenglas. Für die Dame. Ja, lass. Ich bin begeistert. Das ist schon wieder Paraguay-Hochtechnologie. Ich glaube, diesen Wasserkocher muss ich nicht mehr so häufig benutzen. Zumindest riecht man das rechtzeitig. Restaurant-Update 2023 und O Gaucho bleibt noch immer mein Lieblingsrestaurant in diesem Land. Und ich zeige euch noch mal gerne, warum. So, langsam füllt es sich bei unserem Treffen der Deutschen hier. Bisschen Knoblauch. Sushi haben sie auch. Hier ist mein Lieblingsteller mit dem Käse. Ja, und für unsere Tieresser ist denn nämlich genau hier das richtige Regal, ne?
Kadaver, Kadaver, Kadaver. Oh, da grinst er schon, ne? Und so sieht's dann nachher aus, was dann zu den Tischen serviert wird. Spezialität aus Paraguay, Wassersuppe. Sehr gut für meine Diät. Ja, würde mal sagen, wir werden satt. Hey, das ist doch mal ein männermäßiger Weihnachtsbaum. Gesponsert von Stella Artois. Darf ich die alle leer trinken? Mit Blick aus Excelsior, eine meiner Lieblingsadressen, schon vom letzten Jahr. Pomodoro, Pizzeria und Pasta. Man sagt ihnen nach, die Pizza ist hier auf italienischer Qualität. Draußen sitzen, drinnen sitzen, wir entscheiden uns für oben sitzen. Jawohl. Die Idee hatte noch jemand. Im feinsten Stadtteil ist eine Immobilie günstig abzugeben. Wir lachen noch drüber. Bei dem Zustand. Aber alleine der Mangobaum hier tut es mir schon an. Guck mal, was hier für Früchte rumliegen. Sind drei. Drei Mangobäume. Und ein kleines Häuschen. Was für eine Einzelperson auf jeden Fall ausreicht. Ach, so klein ist das gar nicht mal. Tja, muss halt nur ein bisschen was gemacht werden. Ne? Wie war das für handwerklich begabte Mieter, Käufer? Buenas tardes und sportliche Grüße von die Mannschaft 1888 und da gehen wir jetzt rein. Die Mannschaft 1888, so nach einem Gründungsjahr, mutmaße ich jedenfalls, ist eine deutsch geführte Sportkneipe im Herzen von Asunción. Früher gab es zwei Standorte, jetzt nur noch einen. Carmelitas hat geschlossen, im Zentrum gibt es das noch. Und wie wir sehen, alles hier sehr auf Deutsch gemacht. Haben hier gerade das Halbfinale gesehen. Richard Wagner, den bekannten Mittelstürmer, wer kennt ihn nicht? Home is where the dome is. Grüße an unsere Kölner. Gibt hier eine fantastische Küche, also Qualität super, Quantität ein Trauerspiel. Dreimal nicht satt geworden, trotz drei Hauptgerichten, aber wir arbeiten dran. Dafür das Bier, ganz fantastisch. Lecker vom Fass. Hier ist bestimmt super Stimmung, irgendwann mal, so einmal im Jahr. Ansonsten auch der Biergarten kann sich sehen lassen, für mich so als Tierliebhaber. Besonderes Highlight. Das ist Simba, haben wir schon kennengelernt. Insgesamt mindestens 4 Katzen hier. Ja, ansonsten das Personal, ich würde mal sagen, typisch Paraguay. Kommen zu dritt hier rein. Nach einer Viertelstunde hatte ich als einziger ein Bier. Die anderen beiden wurden nicht mal gefragt. Thomas hat sich schon eine Kanülse aus dem Rucksack rausgeholt. Also die typische Aufmerksamkeit. Hier weißt du, was du geboten kriegst, wenn du in Paraguay bist. Zusammenfassen, Negroni noch immer eine gute Adresse.
auch für 2023. Aber die Pizzen sind nicht größer geworden. Satt wird man hier immer noch nicht, aber der Gin Tonic, der schmeckt nach wie vor. Gastronomie-Tipp: Hotel und Restaurant Westfalia. Nicht zu verwechseln mit dem Westfalenhaus. Gibt nämlich beides. Wir sind hier bei Lambaré. Gibt hier schon mal einen chilligen Biergarten. Oh, Buffet, das sehe ich jetzt erst. Fast jeden Tag. Okay, merke ich mir. Allerdings recht fleischlastig hier. Der eine oder andere weiß schon, trifft nicht unbedingt meinen Geschmack. Aber hey, da denkst du hier, du bist hier in der Schwarzwaldhütte. Und genau so sieht es auch drinnen aus. Das sind auch Deutsche, gerade schon kennengelernt. Gracias für nicht geimpft sein. Nee, für nicht vapieren. Ja. Die bayerischen Könige werden hier hochgehalten. Unser Fürst. Und der Kaiser, Herr Kaiser. Das haben sie auch alles hier. Ich finde, es scheint das schon nicht mal mehr in Deutschland. Steinhäger, ich noch nie gesehen. Der ist hier nur auf der Karte. Ja, wie München in besten Zeiten. Das ist HD, Heidelberg. Natürlich das Schloss Neuschwanstein als Puzzle. Typisch deutsche Küche. So sieht es ja bei uns alles zu Hause aus. Die Karte ist mal abgesehen von den Schnäpsen. Ja, haben sie dann hier auch typisch deutsches Futter. Nachtische, Grill, Hausspezialitäten. Vacuna, Carne Vacuna, das ist Rindfleisch. Vorhin hat er eben Kaka, der Übersetzer, da eben gelesen. Ne, da schießt dann beschissene Impfungen. Das fanden die meisten dann natürlich sehr lustig. Kaka Vacuna. Ja, und hier Spezialitäten aus Deutschland. Kartoffelsuppe mit Wurst, Gulaschsuppe, Frankfurter Wurst mit rustikalem Brot, Nürnberger Wurst. Also es wird man nochmal Nürnberger, sogar ein paar davon. Dann Schinkenkäseplatte mit Roquefort, Leberkäse, Gulasch. Gulasch mit Spätzle, Kassler, Eisbein, Schlachtplatte. Schlachtplatte für 10 Euro. Also, kann man sich mal merken, Hotel, Restaurant, Westfalia. Übrigens Westfalenhaus, das andere, das ist auch gut. Werde ich ebenfalls noch berichten. Alles hier auf extrem deutsch gemacht. Mit dem Kaiser, mit dem bayerischen König, mit Bismarck. Und da hinten ist dann meine Gruppe von den Deutschen, die überwiegend wegen meinem YouTube-Kanal hier sind. Halloween im Shopping Center. Das lieb. Mir wurde hier im Excelsior gerade Champagner geschenkt oder zumindest Sekt. Für unseren Top-Influencer, haben sie gesagt. Ne? Vielen Dank, dass du uns so bekannt gemacht hast bei den Deutschen. Da freuen wir uns sehr, möchten wir uns bedanken hier mit dieser Flasche Paraguay-Champagner. Chardon. Chardon. 1959, ja, wahrscheinlich Gründungsjahr der Firma. Also mal gucken, wie das schmeckt. Aber auf jeden Fall ganz tolle Geste hier vom Excelsior. Ja, da freue ich mich. Haben sie überhaupt schön gemacht, ne? Auch hier mit dem Weihnachtsbaum, noch gar nicht gezeigt. Für Paraguay bei 38 Grad ist das doch hübsch, ne?